Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem Let's Play angezockt, Special for Changangu und Fantasy Game, unsere beiden Lieblinge. Das habt ihr gewollt und wir werden das machen, nämlich so lange bis ich das erste Mal sterbe, und ich nehme an, das wird auch nicht so lange dauern. Wir haben da schon ein Profil erstellt und ich habe das auch schon des Öfteren die erste Sequenz durchgespielt, weil ich ja so hackedicht war, dass ich nicht gescheit aufnehmen habe können. Aber andererseits, ja, ich traue mich das Spiel ja auch nicht anders spielen als in einem Zustand, der jenseits von Gut und Böse ist. Und Gut und Böse werden wir in diesem Spiel, glaube ich, schon mehr als oft erfahren. Die Maus ist noch ein wenig schwammig, ja. Input, Empfindlichkeit am Aus, ein bisschen raufstellen und dann geht es auch schon los. Ja, passt schon. Und neues Spiel beginnen. Auf geht's, Leute. Amnesia, ja? Also, Bixi, ich hoffe, du hast einen Spaß damit. Ich habe hier natürlich wieder einen gewaltigen Tee, ja? Ah, ja. Und don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Okay, Leute. Mhm. Ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. Ja, mit M kannst du auf die Mementos schneller zugreifen. Sie sieht dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Gut so. Bis jetzt ist es so, wir sind, und Fokus, Leute, ja, wir sind Daniel. Und wir leben hier, ja, irgendwo hier oben, schätze ich mal. Ah, ich habe vergessen, wie das heißt. Egal, das ist ganz gefährlich da, die rosa-rote Blutspur, finde ich cool. Mementos, folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Gut so. Und das war's dann auch schon. Zur Auflösung muss ich sagen, es ist 16:9 und ich kann ja da kurz einmal reinschauen. Optionen, Leute. Es gibt da nämlich sonst keine Auflösung, ja, der Grafiken, die 16:9 hat. Ja. Ich muss das Game jetzt in der höchsten Auflösung spielen bei meinem Computer und kann dann aber in Fraps nur Half-Size aufnehmen. Also vielleicht kommt es dann nicht HD rüber. Egal, wir machen da einfach weiter. So, zu. Wir können da, ja. Hinweise: Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Tür zu bewegen. Drücke rechte und so weiter. Das könnt ihr alles lesen. Das ist wieder mal seit Jahren ein Spiel, das ich auf dem Computer spiele, weil das gibt es für die Xbox nicht. Und ich verdrücke mich da permanent bei meiner blöden alten Tastatur, aber egal. Wir geben uns einmal kurz die Umgebung und das Intro. Und ja, da Hinweise: Mit Zünderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung entzünden. Die aktuelle Anzahl der Zünderbüchsen ist im Bestand angezeigt. Also Leute, Tabulator drücken. Ja. Und ja, ist ja ein geschmeidiges Kämmerlein hier, und warum da jetzt eine Zunderbüchse und eine Kerze steht und da hinten ein Tisch und sonst überhaupt nichts, ist ja mir schon extrem
extremely strange vorgekommen. Und wir machen mal die Kaschemme wieder auf. Laufen? Ich habe da so mit dem echt das Problem. Laufen ist da überhaupt nicht drin. Da gibt es natürlich ja einen Raum. Da sind Felsbrocken. Ja? Also ich frage mich ja schon, wo sind wir da hingeraten? Ne? Wo kommen die Felsbrocken her? Und ja, das sieht aus wie eine Holzdecke aus, ja, Minecraft. Okay, wir könnten da jetzt das anzünden, ne? Wollen wir auch nicht, wir sehen ja gut, ne? Und ich habe die Soundeinstellung deswegen so etwas lauter gestellt, weil das macht in dem Spiel ja gerade den Reiz aus. Die könnten wir anzünden und das Zeug könnten wir jetzt mal nehmen. Ne? Seht ihr, ja, irgendwie mit R können wir das Zeug drehen, ja? Ja, so. Und, ja, werfen können wir drauf. Genau, somit könnten wir uns dann die Gegner vom Leib halten. Ja, wir da schlagen sie einfach mit. Hm? Blumen töpfen. Gut so, es schaut ja recht geschmeidig aus hier. Anzünden und da können wir nichts machen. Und wie gesagt, ja, Windstöße überall und ja, da geht unser Daniel in die Knie. Und ich kann dann nichts tun dagegen. Ja. Seht ihr, der Boden ist aus Stein und die Decke aus Holz, finde ich ja cool. Irgendwo muss man da ja mit dem Holz bauen einen Schlussstrich ziehen. Da wieder Steine ohne Ende. Wenn es Wackersteine wären, also so, die wieder reinbauen, hätte ich ja sagen, okay, das kommt ja noch, aber da Steine, das hat ja sicher was zu bedeuten. Hm? Naja, schauen wir uns da mal die ganzen Sachen an. Das ist ein Wappen, schätze ich mal. Ich glaube, näher kann ich da gar nicht ran zoomen, irgendwie. Aber wir könnten gleich mal nachschauen. Tabulator. Ah, Tabulator, seht ihr. Körperlicher Zustand, alles ist okay. Und der geistige Zustand, Leute, das kann ja nicht sein. Klar ist klar, das haut nicht hin. Das stimmt auch nicht. Und Journal beinhaltet alle Aufzeichnungen, die eingesammelt wurden zum Öffnen. Links klicken, ja. Klicken halt, ja. Und sind Sonderbüchsen. Mehr gibt's noch nicht. Und das Öl, genau. Ich glaube, das ist recht einfach. Das kneise ich auch. Da haben wir den Eisenmann. Das ist eine Stahlplattenrüstung, schätze ich mal. Sorry Leute, aber perfekt getroffen, sage ich mal. Und da hinten auch wieder ein Wappen. Okay. Diese, ja, Spur, weiß ich nicht, ob das dasselbe Wappen ist wie da vorne. Kann ich auch nicht sagen. Aber das rote Zeug da ist genauso wie das da drüben. Und das probieren wir gleich nochmal. Darüber und auf. Verfehlt, verflixt, aber was soll es, ja? Gut. Das hatten wir schon und das hatten wir auch. Und jetzt gehen wir dann mal raus, ne? Ui, da ist einer ganz böse auf uns. Egal. Da fehlt doch was, scheint mir fast, ja. Ein Adlerkopf oder irgendwas. Wurscht. Wir lassen uns da extrem Zeit. Also, wir haben das verpasst. Die Tür ging jetzt da auf durch einen Windstoß. Ne? Ja. Machen wir mal da das Kästchen auf, weil wir kennen das ja. Und umziehen geht nicht, aber da Zunderbüchse, ja. Einmal, zweimal machen wir zu. Wir könnten aber eins offen lassen, damit wir sehen, ob wir das durchsucht haben. Dann da rein, ja. Ich weiß ja, bis dahin bin ich gekommen, dass da nichts ist. Aber wir schauen uns das Zeug mal hier genauer an.
Und dann muss ich in der Steuerung nachschauen, ob wir zoomen können, ja. Da sind wieder Pictures of an Exhibition. Und unser Freund atmet extrem schwer. Ja, der ist wahrscheinlich genauso Raucher, ja? Kettenraucher wie ich. Da holen wir uns das Zeug noch schnell raus, was da drin ist. Ein Besen zum Reiten. Oh. Vielleicht brauchen wir das Zeug. Und Sonderbüchse. Da lassen wir eine Tür offen. Ja. Und jetzt laufen probiere ich da permanent. Der läuft aber nie. Aha. Ah, das ist ja eine Gangart. Unglaublich. So, das Kämmerlein schauen wir auch noch an. Schaut auch aus wie ein Wappen. Egal. Da. Das stellen wir da mal auf den Tisch. Passt. So. Einen gemütlichen Ofen hatten die da. Aber das mit dem Kamin, das haut da auch nicht hin. Irgendwie, ja, schaut das aus, als ob die ins Nirgendwo führt. Schmarrn. Wir lassen das einmal. Da gibt es nämlich auch eine Zunderbüchse. Die nehmen wir. Und mit dem Wein können wir nichts anfangen, schätze ich mal. Auch nicht summen. Und das war's dann. Okay, Leute. Tücken, ja, ducken, tücken, tücken. Tücken geht so. Mit der linken kleinen Finger arbeite ich ein wenig schwer. So, das war einmal das Intro. Ne? Und ich schätze, wir müssen da jetzt mal runter. Wir haben ja beim einführenden Video gesehen, wir kamen da raus und da ist es ja extrem gruselig. Und da schauen wir beim nächsten Video rein. Ich schätze mal, wir sind da jetzt so bei 12 Minuten. Ich habe da jetzt bei der Auflösung keine Ahnung. Aber ja, zumindest der Sound kommt gut. Okay, Leute. Ich werde da jetzt kurz mal abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es da heißt, ja, in diese gruseligen Kemenaten zu marschieren. Euer Toso, bis später. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Pixie, das ist extrem cool und für dich. Ciao.